Also ich finde alleine, dass bei solchen Fragen wie jetzt zum Beispiel der Kampf gegen Klimawandel rechtfertigt tiefgreifende Grundrechtseingriffe und dann sagen 31%, jeder Dritte sagt ja, würde ich das schon fast als beängstigend empfinden. Weil das heißt, es gibt einen Wert, der über den Grundrechten steht. Also auf jeden Fall gibt es halt eine klare Mehrheit im Westen, die sagt gegen russisches Gas. Und es gibt eine relative Mehrheit im Osten, die sagt, man ist für russisches Gas. Also da gibt es wirklich eine Teilung zwischen den alten und den neuen Ländern. Das ist die Haltung der Deutschen auch schon seit langem. Mhm. Also in der Migrationsfrage gibt es eigentlich eine klare Linie, wo es eine Skepsis gibt, die anders ist als das manchmal das politische Agieren. Willkommen zu Schuler fragen, was ist. Mein heutiger Gast kennt die Deutschen wahrscheinlich besser als die Deutschen sich selbst. Hermann Binkert war früher tätig in der Staatskanzlei in Thüringen und ist heute Chef des renommierten Umfrageinstituts INSA Consulere in Erfurt. Er liest alles, was es an Umfragen gibt, und er gibt natürlich auch welche in Auftrag, auch für News. Und darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Hermann Binkert. Hallo, Herr Schuler. Kann man in einem Satz sagen, wie die Deutschen ticken? Es gibt die Deutschen nicht. Wenn man etwas sagen kann, ist es, dass die Deutschen sehr unterschiedlich ticken und dass es wichtig ist, das ganze Bild zu zeigen und nicht nur einen Ausschnitt. Wir unterhalten uns ja heute hier über eine Umfrage, die Sie extra für news.de gemacht haben. Das ist insofern eine besondere Umfrage, als dass es nicht die klassischen 1.000 oder 2.000 Befragten sind, sondern es sind 10.000 Befragte. Das heißt, die Stichprobe ist sehr viel höher. Und man kann eben auch bei den Teilmengen der Anhänger einzelner Parteien oder der Altersgruppen sehr viel präziser sehen, wo da bestimmte Schwerpunkte sind. Das Interessante ist, dass die Hälfte der Deutschen sich nicht frei fühlt, ihre Meinung zu äußern. Ist das nicht bedrohlich? Also die Frage war ja konkret, die Hälfte, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Und da sagen 46 ja und die anderen nein. Das ist ein Gefühl der Leute. Es ist nie die Feststellung, das ist tatsächlich so, sondern es ist einfach das, wie die Menschen das für sich selbst empfinden. Und ich finde, es ist zumindest ein Tatbestand, den alle Meinungsmacher auch ernst nehmen müssten. Auch das Institut in Allensbach fragt diese Befindlichkeit jährlich ab. Und in den letzten Jahren hat der Trend zugenommen, dass die Leute sagen, ja, man kann nicht zu jedem Thema einfach so frei seine Meinung äußern. Hat sich die Gesellschaft verändert? Sind die Menschen ängstlicher geworden? Kann man das irgendwie messen, woran es liegt? Also grundsätzlich merkt man, oder gibt es ja auch die Berichte, was passiert, wenn jemand mal etwas sagt, was nicht so reinpasst in ein Schema. Ich glaube, es liegt daran, dass der Diskurs verengt wurde und dass nicht mehr diskutiert wird, was ist richtig und was ist falsch, sondern es häufig um Haltung geht und man sagt, es ist gut oder böse. Und bevor jemand bei dem Bösen ist, diskutiert er vielleicht lieber nicht mit. Also ich kann ja die Frage noch mal vorlesen. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland keine Meinungsfreiheit gibt. Und da sagen 46% ja. Das ist ja eigentlich aber doch beunruhigend. Also es ist dieses Gefühl, das ernst genommen werden sollte, weil die Leute Angst haben, dass sie Repressionen kriegen, dass ihnen vielleicht schadet, wenn sie das sagen, was sie empfinden. Das muss gar nicht so sein. Also ich will deutlich machen, das ist nicht die Aussage, das ist so, sondern das Empfinden die Menschen so. Und ich glaube auch, dass dieses Empfinden ernst genommen werden muss, weil das auch so eine Distanz zeigt zur freiheitlichen Gesellschaft, die wir haben. Und wird es ernst genommen? Da müssen Sie das nächste Mal wieder Politiker einladen, die Ihnen dazu Antwort geben. Ich finde, die Zahlen sind so, dass sie ernst genommen werden müssten. Aber das ist das, wo Meinungsforschung endet und dann die Meinungsbildner gefordert sind. Politikberatung müsste da eigentlich ansetzen. Aber die Tatsache, dass diese Frage mit ähnlich hohen Werten bei allen Instituten und auch seit längerem schon so beantwortet wird, deutet ja darauf hin, dass sich da wenig tut. Also zumindest gelingt es der Politik nicht, daran was zu ändern. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was man dagegen tun kann. Also ich
vermute auch, dass die Politik aufpasst, in dem, wie sie sich äußert, um eben auch nicht in diese Haltungsgeschichte zu verfallen, etwas zu sagen, was als böse gilt. Und ich glaube, die Lösung wäre, mehr in richtig und falsch zu argumentieren, als in gut und böse. Weil dann kann man einfach Argumente auftischen und hat nicht eine Position, wo man sagt, das darf eigentlich gar nicht gesagt werden. Man fragt sich natürlich, ob irgendwie die Demokratie nicht mehr richtig funktioniert, weil Demokratie ja eigentlich bedeutet, dass sich alle einbringen und dann entscheidet die Mehrheit. Gibt es an den demokratischen Mess- und Regelprozessen irgendwelche Sachen, die nicht mehr richtig funktionieren? Ich glaube, der Wettstreit der Ideen ist wichtig. Und wo der nicht mehr stattfindet, wird es eben auch für die Leute uninteressant. Und da kann man eigentlich nur wünschen, dass es eine neue Debattenkultur gibt. Ich sehe, dass es Ansätze gibt dafür. Ich sehe auch, dass es Zuwachs gibt an Pluralismus, was Meinungsorgane angeht. Aber ich glaube, da sind wir eher am Anfang als am Ende. Wo sehen Sie da Ansätze? Also es gibt ja heute viel mehr Medien, als das noch vor 1, 2, 5 Jahren der Fall war. So hoffnungsvolle wie News zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht hier, um Ihnen zu widersprechen. So viel Eigenwerbung muss einfach sein. Aber es fällt doch auf, auch bei dieser Frage, dass dort in einem etwas gleichen Level sich Pro und Contra gegenüberstehen. Und das ist auch bei anderen Fragen der Fall. Ist das Ausdruck der Spaltung oder ist das in den letzten Jahren mehr geworden, dass man so Pari-Pari-Stellung hatte, dass sich im Prinzip kompakte Lager gegenüberstehen? Also auch das ist so eine Empfindung, es geht nicht mehr wirklich demokratisch zu, weil man eben Angst hat, sich zu äußern, weil man meint, man kann sich nicht mehr mit dem, was man richtig findet, auch durchsetzen. Da kommen solche Äußerungen raus, dass 43% sagen, Deutschland ist nicht mehr demokratisch. Auch das ist ein Punkt, den eigentlich die Politik absolut ernst nehmen müsste und sagt, wir müssen da wieder zeigen, dass die Demokratie lebendig ist. Ich persönlich, wenn Sie fragen, würde dem nicht zustimmen, weil ich glaube, dass die Demokratie in Deutschland zeigt, dass sie lebt, weil sie Repräsentationslücken füllt. Also das demokratische System in Deutschland funktioniert. Und das ist vielleicht zu wenig im Mittelpunkt gestellt worden. Also es gibt keine Repräsentationslücken? Also wenn es die gibt, werden die durch die Wähler geschlossen. Also die Wähler, die sich nicht repräsentiert fühlen vom restlichen System, gehen jetzt zur AfD? Ja, oder zu anderen Parteien, die sich aufmachen. Zur AfD kommen wir später noch. 40% vertrauen diesem System nicht mehr. Wir beide wissen ja, was es bedeutet, Demokratie zu leben. Aber was hat die Zahlen dahin gebracht, dass so viele Menschen sagen, ja, das funktioniert alles nicht mehr. Man hat in den letzten Jahren eine steigende Kurve gesehen von Menschen, die nicht mehr zwischen verschiedenen Parteien gewählt haben, sondern die im Prinzip einen globalen Systemverdruss gezeigt haben. Und wenn in Nordrhein-Westfalen nur noch 55% zur Wahl gehen, dann haben die anderen offensichtlich mit dem Gesamtangebot ein Problem. Also der Punkt Wahlbeteiligung ist ganz wichtig. Ich bin froh, dass Sie das ansprechen, weil die Parteien lange das nicht ernst genommen haben. Die Prozente haben noch gestimmt und sie waren eigentlich nur noch Scheinriesen, weil die Wählerstimmen, die sie hatten, sanken, aber die Prozente waren noch in Ordnung. Es gibt da schöne Zahl zum Vergleich. Die große Wahlniederlage von Helmut Kohl 1998 ist für CDU/CSU mit genauso vielen Stimmen passiert wie der große Wahlsieg von Angela Merkel 2013. Der Unterschied war nur, dass die Wahlbeteiligung niedriger war. Und ich halte das wirklich auch für beängstigend, wenn die Wahlbeteiligung sinkt,
weil dann viele Leute sich praktisch an Seitenrand stellen, die man eigentlich gewinnen müsste. Wir hatten in den 70er und 80er Jahren Wahlbeteiligung von 90% und mehr. Und es ist auch so, dass heute viele derer, die nicht zur Wahl gehen, durchaus gewinnbar wären. Und insofern, glaube ich, ist dieser der politische Wettstreit wichtig. Es gab ja mal den Vorschlag, dass man nicht die Stimmenanteile der zur Wahl gegangenen Wähler nimmt, sondern absolut die Zahl der Wahlberechtigten als Messgröße. Das heißt, dann würde man also von der Zahl der Wahlberechtigten dann ausrechnen, wie viel Prozent Stimmen eine Partei bekommen hat, dann sehen die Zahlen ganz anders aus. Aber ich sehe nicht, dass in Deutschland es Bestrebungen gibt seitens der Politik, sich das Leben schwer zu machen durch Änderungen des Wahlrechts, außer das, was jetzt schon passiert ist. Es wäre natürlich interessant, wenn man den Bundestag besetzen würde nach diesem System, hätte man natürlich auch eine Verkleinerung des Bundestages dadurch geschafft. Was mich erstaunt hat, 47% sagen, es gibt zwei biologische Geschlechter, 42 sagen das nicht. Das hätte ich eigentlich gedacht, dass dadurch, dass diese Transbewegung ja relativ jung ist, dass bei vielen Leuten das feste Weltbild der zwei Geschlechter eigentlich viel stärker verankert ist. Und interessanterweise, die Jüngeren stehen mehrheitlich zu zwei Geschlechtern, während bei den Älteren die Werte sinken. Da sind es nur 42%, die das so sehen. Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Es ist immer schwierig, wenn wir nicht nur Zahlen interpretieren, sondern dann sogar noch wissen wollen, warum die Leute das so sehen. Ich glaube, dass viele in der Sache einfach auch richtig antworten wollen. Und man hört immer, dass es mehr Geschlechter gibt. Das ist jetzt auch ganz offiziell, dass man divers auch mit angeben muss. Das ist bei jeder Stellenausschreibung mit dabei. Und da will man, wenn man so eine Frage bekommt, auch korrekt antworten. Und das mit dem MWD kennt jeder. Und wenn man dann gefragt wird, ob es dann nur zwei Geschlechter gibt, dann denkt man, oh, Fangfrage. Ich weiß doch, dass eigentlich da noch was dazugehört. Man müsste, um da noch mal tiefer zu bohren, vielleicht noch mehr machen. Meinen Sie, das ist richtig, dass man sagt, es gibt mehr als zwei, um da dahinter zu kommen, ob das wirklich getragen wird oder ob das als Wissensfrage verstanden wird. Soziologen sprechen da ja von der sozialen Erwünschtheit. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt eigentlich im Soziologendeutsch, der Befragte lügt sie an. Man hat das beispielsweise, wenn die Grünen sich darauf berufen, dass eine große Mehrheit der Deutschen ja für Klimaschutz sei, und dann wollen die klimaschützende Heizungen erzwingen und dann sind die Deutschen gar nicht mehr dafür. Aber da können Sie nichts machen als Umfrage. Sie müssen das so nehmen, wie es kommt. Gut, man kann natürlich die Frage so stellen, es ist auch wichtig, dass sie nicht suggestiv ist. Dass man nicht hergeht und eine Forderung, zum Beispiel Neubau von Autobahnen, verknüpft. Sind Sie gegen den Neubau von Autobahnen, weil es dem Klimaschutz hilft? Da ist praktisch das Codewort Klimaschutz schon drin. Und dann denken die Leute, gut, also da man für Klimaschutz sein muss, muss man gegen Autobahn sein. Ich glaube, diese Zusammenhänge muss man deutlich unterscheiden und schauen, dass es keine suggestiven Fragestellungen gibt. Bei der Frage bei den Geschlechtern, glaube ich, könnte das auch so ein bisschen wie nach Wissen sich anhören und gar nicht nach dem, was man an eigener Haltung hat. Es gibt ja Möglichkeiten in der Demoskopie, auch zu versuchen, hinter das Flunkern der Leute zu gucken. Ich erinnere mich da an einen Fall, wo abgefragt wurde, ob homosexuelle Paare Kinder haben sollen. Da gab es, glaube ich, eine Mehrheit. Und dann wurde gefragt, wo es den Kindern am besten geht. Und dann war eine große Mehrheit dafür bei Mama und Papa. Genau. Das lässt sich logisch nicht übereinander bringen. Ja, wobei das eine ist, dass man den anderen zubilligt, wenn die das wollen, sollen die das können. Aber selber der Meinung ist, besser fürs Kind ist es doch, so. Also ich glaube, man kann das schon erklären, warum das so ist. Also eine große Mehrheit ist immer für die Erhöhung des Mindestlohnes. Nicht, weil man selber den in Anspruch nehmen würde,
sondern weil man halt dem anderen auch was gönnt. Und warum möchte man nicht, dass der mehr verdient? Hm. Ich erinnere mich, bei dem Aufstieg der AfD gab es auch so eine Geschichte, dass die Umfragewerte relativ tief waren zu Beginn. Und wenn man dann gefragt hat, was glauben Sie, wie Ihr Freundeskreis abstimmt, da war es relativ hoch. Das heißt, die gingen alle davon aus, dass ihre Freunde AfD wählen, nur sie selbst nicht. Und ab einer bestimmten Grenze funktioniert das nicht mehr. Also das sind so Tricks, wo man halt dann versuchen kann, der Wahrheit näher zu kommen. Lassen Sie uns mal in der Umfrage weitergehen. Die Russland-Sanktionen scheinen relativ unumstritten zu sein. 34% wollen wieder russisches Gas haben, die große Mehrheit nicht. Da gibt es aber einen interessanten Unterschied zwischen Ost und West. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir die Zahlen jetzt da haben. Wahrscheinlich. Also auf jeden Fall gibt es halt eine klare Mehrheit im Westen, die sagt gegen russisches Gas. Und es gibt eine relative Mehrheit im Osten, die sagt, man ist für russisches Gas. Also da gibt es wirklich eine Teilung zwischen den alten und den neuen Ländern. Also insgesamt ist aber eine große Mehrheit dafür, wie die Bundesregierung mit der Ukraine umspringt, zumindest in der Umfrage. Also das, wie man umspringt, hängt ja jetzt nicht nur, ist ja nicht nur Gas. Also wir fragen regelmäßig auch ab, wie die Deutschen im Blick auf die Ukraine denken, wie das ausgehen soll. Mhm. Und wenn wir da fragen, was erwarten Sie, wie es ausgeht, dann wünschen sich, erwarten, dass 14%, dass Russland gewinnt, 7%, also 14% erwarten, Russland gewinnt, wünschen tun sich nur 7%, dass die Ukraine gewinnt. Wünschen sich so gut ein Drittel und erwartet auch gut ein Drittel. Aber jetzt kommt das Spannende. Ein Drittel erwartet, dass es eine diplomatische Lösung gibt, aber die Mehrheit wünscht sich das. Also es gibt eine Mehrheit, auch in Deutschland, die sagen, also diplomatische Lösung ist das, was wir uns wünschen im Blick auf die Ukraine. Na ja, interessant. Ich hatte vor einiger Zeit Jan Fleischhauer, den Kolumnisten, der auch demnächst bei uns Late Night produzieren wird, zu Gast. Und der sagte, auf die Frage hin, wie er sich den Aufstieg der AfD erklärt, das Alleinstellungsmerkmal der AfD wäre das Verhältnis zu Russland und zu Putin. Und das war seine Interpretation, warum die AfD so zulegt. Ist denn Putin so beliebt in Deutschland? Nein, also es stimmt, dass die die Wähler im Blick auf Sanktionen, im Blick auf Waffenlieferungen anders ticken als die Wähler der anderen Parteien. Aber ich glaube, das darauf zu verkürzen, ist empirisch nicht belegbar. Interessant fand ich auch, dass die Menschen beim Klimaschutz, dass er denen viel weniger wichtig ist, als das in der öffentlichen täglichen Debatte der Fall ist. Also wenn man die Medien verfolgt, ist das ja ganz oben auf der Agenda und in der Umfrage finden 29%, dass nur das Klimaschutz wichtiger ist als demokratische Regeln. Also nach dem Motto, ist alles zu langsam, Klimaschutz geht vor, wir müssen uns über die Demokratie hinwegsetzen. Auch bei der Abfrage, ob Sachbeschädigungen zum Aufrütteln akzeptabel wären, sagen das nur 21%, 70% sagen, nein, ist nicht akzeptabel. Also da ist eine relativ große Mehrheit gar nicht so stark auf dem Klimatrip, oder täuscht das? Also ich finde alleine, dass bei solchen Fragen, wie jetzt zum Beispiel der Kampf gegen Klimawandel rechtfertigt tiefgreifende Grundrechtseingriffe, und dann sagen 31%, jeder Dritte sagt ja, würde ich das schon fast als beängstigend empfinden. Hm. Weil das heißt, es gibt einen Wert, der über den Grundrechten steht, und jeder Dritte Befragte sagt, das ist so. Also insofern finde ich, aber das ist mir eine eigene Geschichte, wo ich eher Bedenken hätte, wenn ein Drittel sagt, Grundrechte sind weniger wichtig als Klimaschutz. Also da ist nicht der zahlenmäßiger Abstand so wichtig, sondern im Prinzip für Sie die Forderung. Also das ist ja praktisch eine die demokratische Essenz, ja, die dahinter steht. Genau, das ist ja eine extreme Forderung, und dass da ein Drittel so denkt, ja, also
Glauben Sie, dass denen tatsächlich Meinungsfreiheit und persönliche Freiheit weniger wichtig ist oder was steckt dahinter? Also es ist auf die Frage so geantwortet worden, ob das alles so durchdacht ist, was das eigentlich in der Konsequenz heißt, das will ich da auch nicht behaupten. Wie man sowieso sagen muss, man kann durch Umfragen nicht hergehen und kann sagen, was da rauskommt, das ist nachher die Wahrheit. Mhm. Es gibt bei der ersten christlichen Meinungsumfrage, das zitiere ich in dem Bereich immer gerne, bei Matthäus 16, 13 kann man es nachlesen, da hat Jesus die Jünger gefragt, für wen halten die Leute mich? Dann haben die Jünger geantwortet, für Jeremia, Elia, Johannes der Täufer. Alles drei hat nicht gestimmt. Trotzdem haben die Jünger ehrlich geantwortet. Und genauso ist das auch. Also wenn wir etwas fragen, kriegen wir das, was die Leute sagen, ohne dass es eine Gewichtung ist, das stimmt jetzt oder stimmt nicht. Was machen Sie denn mit Ergebnissen von Umfragen, wo Sie den berechtigten Verdacht haben, dass die Leute die Fakten nicht verstanden haben? Wenn wir solche Umfragen oder solche Fragen hätten, müssten wir die Fragen umstellen und den Sachverhalt klären, bevor wir das ins Feld geben. Ah. Gibt es da Beispiele, also, oder sind Fragen zu kompliziert, als dass man sie bei der Befragung erst erklären kann? Also man macht ja immer so Pre-Tests, dass man feststellt, wie reagieren die Leute da drauf, wenn jetzt eine Frage nicht verständlich genug ausgedrückt ist. Und natürlich muss die Frage so sein, dass es nicht nur der Hochschulprofessor versteht, sondern auch alle. Umfrage hoch der AfD, das Thema in den letzten Wochen und wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit noch. Ist das ein Kurzzeiteffekt oder gewinnt die Partei tatsächlich dauerhaft an mehr Akzeptanz? Also ich bin ja Meinungsforscher und kein Prophet, deshalb kann ich nicht sagen, wie das in Zukunft weitergehen wird. Aber weil mich das auch interessiert hat, was wird da passieren und was erwarten die Leute, haben wir mal gefragt, ob man erwartet, dass die AfD weiter steigt oder dass sie zurückgeht. Und fast jeder zweite Deutsche nimmt an, dass die Werte der AfD weiter steigen. Das zeigt, also unabhängig davon, das wählt ja nicht jeder zweite AfD, aber unabhängig davon, ob die Leute selber wählen, meinen sie, dass die Stimmung im Moment für die AfD günstig ist. Aber meinen Propheten einzuladen, ist eine sehr gute Anregung. Ich werde mich mal umsehen. Ich fürchte allerdings, dass dann auch Scharlatane unterwegs sind. Gucken wir mal. Laut einer Forsa-Analyse, die dieser Tage veröffentlicht worden ist, steht die Brandmauer zur AfD. Da sagen 76%, dass die AfD keine normale Partei wäre. Und 73% sagen, es ist richtig, dass die anderen Parteien mit ihr nicht kooperieren. Laut dieser Forsa-Interpretation seien die Vorgänge in Thüringen, Sonneberg beispielsweise, oder eben die Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten, eine Art Impfung gegen das Erstarken also für das Erstarken der Gegenkräfte gewesen. Was halten Sie von der These? Also wir hatten ja vorher das Thema sozial erwünschte Antwort. Und wenn ich schon hergehe und sage, es ist eine normale Partei und so, dann wissen natürlich die, die jetzt nicht jetzt schon AfD wählen wollen, auch nicht sagen, dass sie zum Potenzial gehören. Wissen dann schon, wie sie antworten sollen. Wir gehen ja immer her, wenn wir die Sonntagsfrage stellen, fragen wir, was würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahlen sind? Wir fragen dann, wie sicher sind Sie sich Ihrer Wahlabsicht, um festzustellen, wie viele sichere Stimmen hat eine Partei? Und dann fragen wir, welche anderen Parteien können sich vorstellen zu wählen? Und so kommt man dann auf ein realistisches Potenzial. Und wir fragen auch, welche Parteien können Sie sich überhaupt nicht vorstellen zu wählen? Und da ist die AfD die stärkste, wo immer über 50% sagen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber das war halt vor einem Jahr, waren das auch schon 75%. Also das ist zurückgegangen. Insofern weiß ich nicht, das ist wieder die Frage mit der Prophetie, ob man sagen kann, die eine Brandmauer der Wähler besteht. Man darf dabei ja nicht vergessen, wenn man Meinungsforscher vor einem Jahr eingeladen hätte, glaube ich nicht, dass jemand
vorausgesagt hätte, dass die AfD ihr Ergebnis von vor einem Jahr innerhalb von 12 Monaten verdoppelt. Tja, nun machen Sie und Ihr Institut Online-Befragung genauso wie Telefonbefragung. Ja. Und die Hemmschwelle, einem menschlichen Befrager etwas zu sagen, ist ja erfahrungsgemäß größer, also wenn man zumindest irgendetwas Unangepasstes sagt, als still vor dem Computer zu sitzen und ein Häkchen zu setzen. Gibt es irgendwelche Tricks der Befrager, den Gegenüber am Telefon irgendwie aufzuschließen, milde zu stimmen, freundlich zu stimmen, oder fragt man da ganz nüchtern einfach ab? Also ich glaube, für Meinungsforschung ist es wichtig, dass deutlich ist, dass man keine Position diffamiert und keine protegiert, sondern einfach nur den Anspruch hat, ein Spiegelbild der Meinung abzubilden. Und wenn ich hergehe und sage, also jemand, der so denkt, ist eine Dumpfbacke, dann habe ich nachher das Problem, wenn ich ihn das nächste Mal anfrage, ob er mir dann sagt, wie er wählen wird, dann wird er sich das überlegen, ob er sagt, ja, ich bin auch einer von diesen Dumpfbacken. Insofern glaube ich, dass das ganz entscheidend ist, dass Meinungsforschung selbst nicht den Versuch macht, eine Haltung darzustellen. Das ist die Aufgabe von Meinungsbildnern, aber nicht die Aufgabe von Meinungsforschern. Also der Befragte erfährt am Telefon nicht, was der Fragesteller von den Antworten hält. Ja, genau. Und da gibt es Supervisoren. Und wenn man einmal feststellt, dass ein Interviewer da mit seiner eigenen Haltung kommt, dann ist das ein Grund, dass man den entlässt. Ah ja, das ist interessant. Ja, was haben wir hier? Flüchtlinge, Asylbewerber sollen an der Außengrenze zurückgewiesen werden, wenn sie aus einem sicheren Drittstaat einreisen. Das ist etwa die These, die auch bei der Rede von Claudia Pechstein eine Rolle gespielt hat. Also auch abgelehnte Asylbewerber sollen wieder außer Landes gebracht werden. Das kam in der Rede vor und das haben wir auch abgefragt. Hier sind die Fronten relativ eindeutig. 64% sagen ja, sollen abgewiesen werden. Und 26% sagen nein. Das ist ja ein relativ deutlicher. Das ist 2/3 zu 1/4. Ja. Ja. Das ist die Haltung der Deutschen auch schon seit langem. Mhm. Also in der Migrationsfrage gibt es eigentlich eine klare Linie, wo es eine Skepsis gibt, die anders ist als das manchmal das politische Agieren. Können Sie sich erklären, warum die gesellschaftlichen Debatten, zumindest diejenigen in der Öffentlichkeit, so polarisierend geworden sind und zum Teil so unversöhnlich? Weil man eben ein Gut und Böse draus macht und nicht ein Richtig und Falsch. Und weil manche Debatten nicht mehr wie früher zwischen den großen Lagern abgebildet werden, zwischen großen Parteien. Früher hat die CDU für die Wiederbewaffnung geworben, die SPD war dagegen. Wäre das gescheitert, hätte es immer noch eine große Kraft gegeben, die gesagt hat, und wir haben doch immer schon gesagt, das ist falsch. Das Adenauer, als Brandt die Ostpolitik machte, war die CDU dagegen, SPD für. Auch da war dann die andere große Kraft anderer Meinung, und das hat den Diskurs befördert. Bei den Themen, die wir jetzt danach hatten, ob es die Euro-Krise ist, ob es die Corona-Pandemie ist, ob es die Flüchtlingskrise ist, war es immer so, dass eigentlich eine große Mehrheit im Bundestag, was weiß ich, 80%, einer Meinung waren und diejenigen, die da Widerspruch übten, eher sich als Rand angesehen haben, was dem widersprochen hat, wie die Stimmung in der Bevölkerung war. Dann hat man Angela Merkel ja immer vorgeworfen, weil wir jetzt gerade dabei sind beim Verwischen der Grenzlinien, dass sie nach Umfragelage regiert hat. Und eigentlich muss man ja sagen, das ist ja demokratisch eigentlich erstmal nichts Schlechtes, dass ein Demokrat die Stimmungslage im Land aufgreift. Und sie müsste es eigentlich freuen, weil wenn Umfragen so wichtig sind, dass die Politik sich danach richtet, ist ja ein ganz hübsches Kompliment. Aber der Demokratie tut es nicht gut, oder? Ich bin sicher, dass es nicht gut tut, weil wenn Politik ihre Gestaltungsaufgabe abgibt an die Meinungsforschung,
dann könnten wir ja praktisch die Verwaltung anschließen an unsere Rechner. Wir fragen ab, was die Leute denken, und die Verwaltung setzt das um. Dann bräuchte man die ganze politische Klasse nicht. Ich hielte das für falsch. Wesentliche Entscheidungen in der Bundesrepublik sind gefällt worden gegen eine Haltung in der Bevölkerung. Und erst im Nachhinein hat man gemerkt, dass das richtig ist. Ich finde, dass verantwortliche Politik die Verantwortung nicht auf die Bürger abwälzen kann, sondern das, was man richtig empfindet, auch umsetzen muss. Und deshalb ist es auch so, dass bei der Frage Meinungsforschung, Meinungsforscher und Meinungsbildner nicht ein sowohl als auch funktioniert, sondern nur ein entweder oder. Also auch ein Meinungsbildner soll hören, dem Menschen, dem Volk aufs Maul schauen, aber ihm doch nicht nach dem Munde reden, sondern das, was man für richtig empfindet, dafür zu werben. Und da kann Meinungsforschung schon helfen, zu sagen, welche Zielgruppen man da besser erreichen kann. Aber man sollte nicht hergehen und sagen, Meinungsforscher, sag mir, was ich machen soll, damit ich gewählt werde. Das ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum man in die Politik geht. Interessanterweise ist die Politik gerade beim Gendern oder bei der Gendersprache relativ entschlossen, das durchzuziehen, obwohl Mehrheiten dagegen stehen. Die Nutzung von geschlechtergerechter Sprache schadet der deutschen Sprache. Da sagen 64% ja. Warum wird dann im öffentlichen Raum trotzdem so zwanghaft gegendert? Das scheint auch so der Punkt zu sein, man will da gefallen, man will modern sein. Man will praktisch zeigen, dass man es mit allen Minderheiten, die es gibt, gut meint. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit das Gegenteil von dem erreicht, was man möchte. Und die Haltung der Bürger ist ja so eindeutig, wenn man sieht, welche Sachen aufgeboten werden, also wer es in Hochschulen los ist, um praktisch Gendersprache populär zu machen. Das ist bisher auf jeden Fall nicht geglückt. Der Chef der Forschungsgruppe Wahlen, Matthias Jung, aber auch beispielsweise Forscherchef Manfred Göhner sind eigentlich sehr meinungsstark. Wie wichtig ist in der Meinungsforschung, dass man mit einer eigenen Position ins Feld geht? Also wie ich schon sagte, ich halte es für falsch, wenn man das macht. Ich habe lange Zeit im politischen Bereich gearbeitet. Das habe ich hinter mir. Und ich glaube, dass Meinungsforschung dann richtig ist, wenn sie wirklich nur Wirklichkeit spiegeln will und nicht selber Wirklichkeit gestalten will. Das scheint mir wichtig zu sein. Und wir sind ein Institut, das ja für alle Parteien, die im Bundestag und in Landtagen vertreten sind, Umfragen macht. Wenn wir da anfingen, herzugehen und zu sagen, jetzt protegiert man eine Meinung und diffamiert die andere, hätte man wahrscheinlich nicht die Chance, von allen Gruppierungen Aufträge zu bekommen. Und ich finde, das ist eine Wissenschaft, die muss ordentlich ausgeübt werden. Und das hat nichts mit der Frage zu tun, wie man da persönlich zu den einzelnen Punkten. Nun ist es ja das eine, abzufragen, was die Leute denken, und das andere, welche Schlüsse man daraus ziehen kann oder sollte. Ja. Wenn eine politische Gruppe eine Idee hat, dann wäre es ja schwierig zu sagen, na ja gut, jetzt hat diese Idee keine Mehrheit in der Bevölkerung, also gibt die Idee auf. Oder ob man hergeht und sagt, na ja, also diese Idee lässt sich vielleicht mit anderen Argumenten besser rüberbringen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten das mal abgefragt für die Evangelische Allianz, wo es die Idee gab, man will ein Kindergeld vor der Geburt. Und wenn Sie die Leute fragen, sind Sie für ein Kindergeld vor der Geburt, damit das Bewusstsein für das ungeborene Leben gestärkt wird, ist eine Mehrheit der Bevölkerung dagegen. Fragen Sie, sind Sie für ein Kindergeld vor der Geburt, damit die Eltern genügend Mittel für die Erstausstattung haben, ist eine Mehrheit dafür. Das heißt also, wenn Sie inhaltlich in die Richtung fahren wollen, ist es halt klüger, mit der Erstausstattung zu argumentieren, als dass man das macht, um das Bewusstsein für den Schutz des ungeborenen Lebens zu stärken. Man hat das ja im Endeffekt trotzdem erreicht. Aber das ist das, was Meinungsforschung legitim machen kann.
Aber jetzt zu sagen, geht von euren Forderungen ab oder von euren Ideen, ist falsch. Ich glaube, es ist wichtig, dass Politik versucht, die Menschen für ihre Ideen zu überzeugen. Und nur wer selber Überzeugungen hat, wird andere überzeugen können. Aber das ist nicht die Aufgabe von Meinungsforschung. Wir bilden dann nachher ab, wie erfolgreich die Politiker waren in dem Versuch, die Menschen zu überzeugen. Ganz offensichtlich überzeugt ja dann die Strategie der Brandmauer die Menschen nicht so richtig. Also wir haben eine Union, die bei jeder Gelegenheit betont, dass sie mit der AfD nichts zu tun haben will. Wir haben seit Jahren ein aufwachsendes Demokratieförderprogramm in der Bundespolitik und trotzdem steigen die Werte der AfD. Das scheint also dort nicht anzukommen, wo es soll, nämlich beim Wähler. Ja, jetzt sind wir ja beide nicht mehr die Allerjüngsten und wissen auch, wie das war im Blick, als es um die Grünen ging und wie es war, als es um die Linke ging. Da sind auch Brandmauern aufgezogen worden. In Thüringen regiert Rot-Rot-Grün. Die SPD regiert mit den Grünen oder mit der Linken in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Brandmauern gibt es auch nicht mehr. Also insofern, wäre ich vorsichtig mit dem, was in der Zeit passiert. Was sowieso spannend ist, dass natürlich Parteien Brandmauern aufstellen können, aber Wähler ja nicht gezwungen sind, sich an irgendwelche Brandmauern zu halten. Ich habe es erwähnt, Sie waren auch in der Politik eine ganze Weile tätig. Was ist eigentlich spannender, Politik zu machen, zu gestalten oder Meinungsforschung zu betreiben? Also beides ist wichtig. Spannender ist wahrscheinlich, Meinungsbildner zu sein. Aber wie gesagt, das habe ich lange genug gemacht. Ich finde es jetzt interessant, Meinungsforscher zu sein, ohne der Politik Ratschläge geben zu wollen, was sie machen soll. Weil da erwarte ich, dass die Politik mit ihren Ideen wirbt. Und dann bin ich gespannt, wem das am besten gelingt. Um nochmal den Bogen zum Einstieg mit der letzten Frage zu spannen. Sie machen ja auch Umfragen in Österreich und ich glaube auch in der Schweiz. Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen diesen drei Ländern? Sind Leute ehrlicher, unehrlicher, lebensfroher oder irgendetwas, was signifikant abweicht? Oder sind das alles Europäer? Also selbstverständlich gibt es Unterschiede. Also zum Beispiel der Punkt im Blick auf die Ukraine. Also die Österreicher haben stärkere Sehnsucht nach ihrer Neutralität, sich da nicht zu sehr auf eine Seite zu verorten. Das ist in Deutschland eine andere Sache. Also die Österreicher sind da vielleicht näher an den jungen Ländern dran als an den alten Ländern. Insgesamt stellt man fest, dass auch in Österreich, wir haben gerade jetzt eine aktuelle Umfrage für den Express gemacht, dass auch da die FPÖ deutlich Zuwächse hat und den anderen Parteien, also ÖVP und SPÖ, davon eilt. Vielen Dank. Das war Schülerfragen, was ist? Heute mit dem Meinungsforscher Hermann Binkert von Insa Consulere, dem großen Meinungsforschungsinstitut in Erfurt. Und wir haben gesprochen über die große 10.000er-Umfrage für www.news.de, über Migration, über Meinungsfreiheit, wie Deutschland tickt. Und all die Fakten und die Interviews finden Sie auf news.de. Haben Sie vielen Dank und ich bedanke mich bei Ihnen. Gern passiert.